Tritt mir gegenüber, Gott des Donners! Deine Kampfansagen bedeuten Hallo Geist. Nichts, Geist. Sie hören nicht zu. Verspotte meinen Rachewunsch nicht. Meine Familie betete Thor an, doch ich will seinen Untergang. Beginnend mit der Statue über dem Grab meines Vaters. Unwahrscheinlich. Du bist tot. Gibt es was, das wir tun können? Natürlich gegen eine Belohnung. Wenn ihr die Statue zerstört, habt ihr meinen Segen, das Grab meines Vaters zu plündern. Er ruht auf einer Insel im Osten. Warum hast du Thor so sehr? Nach dem Tod meines Vaters errichtete meine Mutter die Statue über seinem Grab. Überraschenderweise sprach uns Thor persönlich sein Beileid aus. Zuerst freuten wir uns, doch schon bald nutzte er unsere Gastfreundschaft aus. Meine Mutter bat ihn zu gehen, und Thor tötete sie im Rausch. Mir blieb alleine meine Trauer. Irgendwann verlor ich auch sie und fand an ihrer Stelle nur Wut. Das tut mir sehr leid. Komm, Junge, wir zerstören eine Statue. Ein weiterer Indiz, Leute. Die müssen das Wasser wieder absenken hier. Noch einmal. Was ist das hier? The Bomb Man. Oh mein Gott, was ist das denn? Das Ding bleibt offen. Können wir das jetzt zumachen? Das muss zu bleiben. Und jetzt gehen wir wieder dahin. Das Grab meines Vaters liegt auf einer Insel im Osten. Verwechselt die Torstatue meiner Mutter. Voilà. So einfach geht das, Leute, ja. 700. Goldener Talisman der Schutzes gefunden. Oh, cool. Dann war's das hier. Das ist ein Geist. Der, dessen Mutter von Thor umgebracht wurde. Was ist mit ihm? Sieh aus seiner Geschichte eine Lehre. Menschenleben bedeuten den Göttern nichts. Ich weiß, Vater. Du weißt. Aber hörst du auch zu? Ja. Gut. Hier waren wir doch schon, gell? Ja, wir waren hier. Der Rabe ist wieder weg da hinten. Was passiert?
Ist das die Statue hier? Das ist mal eine Statue. Wer hat sie gebaut? Ich weiß es nicht. Das ist doch Thor, oder? Hier geht's nicht noch. Können wir hier nirgendwo anlegen? Hexenhöhle. Angst. Das ist auf jeden Fall Thor, die Statue. Mehr gibt's doch hier nicht an Statuen. Hier muss irgendwie was geben, hier, wo wir drauf kommen. Sehr, sehr komisch, hä? Oh, da gibt's was zum Anlegen. Alles gerostet hier. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Oh, wer ist das? Aber wie bist du? Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Brock der Zwerg. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Brocks Laden. Ist ja mal nice, hä? Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Na, da hast du richtig Stippi. Gerne, hab geöffnet. Hab geöffnet, natürlich. Klauenbogen, was kann man verbessern? Levi-Axt, da brauchen wir eine Frostflamme wieder. Klauenbogen. Axtlauf, kann man den verbessern? Das machen wir. Jetzt noch einmal ja.
Und ausrüsten, bitte. Können wir eigentlich nochmal verbessern, oder? Komm, auf geht's. Erstmal noch nicht. Warte mal. Kann man das verbessern? Ja, machen wir gleich mal. Abwehr plus 4, geil. Zwergengeschick erhalten. Coole Sache. Oh, 5000, Alter. Also, doch noch ein paar Weisheiten gefällig? Zauber, Artefakte? Abwehr plus 5. Aber hurtig. Hüftring, wie sieht's damit aus? All white. Kratos. Der Big Boss am Start. Wildschweingürtel. Minus 4, Nicht gut, nops. Armrüstung. Ne, das machen wir lieber nicht. Ach du Scheiße, alles im Minus. Von wegen Abmarsch, Junge. Machen wir lieber nichts mehr. Immer wieder gern. Und jetzt raus hier. Das war's erstmal. Schickilagi ausgerüstet erstmal. Müsste erstmal reichen für den Moment. Wir gucken auch nochmal nach den Fähigkeiten, Leute. Ich will kein Zaubermensch. Verzaubert. Ist ja hardcore, man. Oh, wir haben 5000. Was ist das hier? Safe nehmen wir. Das hier, was ist das hier? Der Schleuderer. Dies Geld nehmen wir auch. Na komm, nehmen wir die auch noch schnell mit. Tausende kostet das schon. Fernkampf, wie sieht's damit aus? Oh, wir frieren die ein. Nehmen wir erstmal, was nehmen wir da am besten? Weil es ist effizient. Nehmen wir noch was für einen Fernkampf. Da haben wir auch schon mal was weg. Frostschub ist das.
Cool. Da ist er, guck. So, weiter geht's mit Action. Aha, hier geht's auch nochmal runter. Ach, vom 9. Wir müssen das Wasser nochmal sinken lassen. Das schaut mir danach so aus, Leute. Jawohl, ja. Okay. What the heck? Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein. Das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte... Das ist Tor, die müssen wir... irgendwie zerstören. Geile Grafik, Junge. Ich liebe... Oh, da oben ist ein Vogel. Kann man den von hier erwischen? Na, endlich hat er's gelernt. Von hinten. Was? Ach, das wird dir, der scheiß Typ, Junge. Geil. Mit etwas Glück kommen wir durch den Turm hindurch zum Berg. Der Amokläufer war das. Mist, Junge. Das wird wohl nichts, hä? Wo geht's denn dort lang? Aha, eine Abkürzung, hä? Ist das knapp hier? Da brauchst du doch einen Bogen. Wir gehen erstmal hinunter. Ich denke, das ist noch eine Abkürzung gewesen.